Es hatte einen kleinen kurzen Schnitt, aber jetzt geht's auch schon weiter. Hier waren die Bullen. Wir müssen hier rein. Und wie weit ist es noch nicht mehr weit? Da können wir ja Tempobegrenzer ausmachen. Dass es ein bisschen flotter hier geht. So, jetzt sind wir gleich da und dann kriegen die Iren fett italienisch auf den Sack. Dann krallen wir uns diese Ärsche. Ja, machen wir. Bin wieder. Tun Sie mir nichts. Was ist denn jetzt los? Fängt da gleich das Ballern an, der Joe? Eiskalt. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Du bist Maul! Na, da geht's gleich voll ab hier. Schnell, mach ihn alle! Aber ich habe ja hier so eine kleine MP. Die überhaupt nichts trifft. Hast du das beim Militär gelernt? Und dann. Der hat immer dieselben Sprüche, der Joe. Los, Vito! Auch keine Munition mehr. Nicht schlecht, was? Da müsste noch einer sich verstecken. Früher oder später krieg ich dich. Abgebumst habe ich dich. Niedergemacht. Komm, lass mal Munition hier. Was ist hier mit der Kasse? Kasse. Nix trinken. Nein, jetzt trink eher Bier hier. Komm. Muss nur arbeiten, Leute. Kumpel, hier. Kasse ausrauben. Fängt er an zu saufen? Ich glaube, es hängt. Gib mir Deckung, Vito. Natürlich keine Munition. Nehmen wir halt mal die Magnum hier. Wo ist denn meine Magnum hier jetzt? Gucken wir mal, was hier drin los ist. Ah, jetzt haut er natürlich ab. Das war so klar. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Natürlich fahre ich, Mann. Komm, steig ein, Vito. Scheiß Bullen wieder da. Der Mann hat so ein wahnsinniger Umsicht. Wahnsinniger, das ist Joe, der sich aus dem Fenster lehnt und einen auf cool macht. Drive-by-Gangster, Mann. Ey, mit meiner Gurke komme ich dem ja nie hinterher. Wow, Bams! Joe, da kannst du was lernen. So macht man das. Es hat zwar gar nichts gebracht, aber es hat cool ausgesehen, ne? Ja, wat? Wieso überlebt der so einen Scheiß? Ich habe ihn voll platt gefahren. Ja, sag mal, knall ihn einfach ab. Ja, Joe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm, der hat eine Tommy Gun. Jetzt nee, endlich, war's. Mann. Vollidiot. Tja, das wäre wohl geklärt, hm? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Also, wie sehe ich das jetzt? Ich kann jetzt noch zu Joe fahren und dann zu Martys Wohnung. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Kein Bock mehr, hier Joe nach Hause zu kutschieren und dann noch nach Oyster Bay zu fahren.
will jetzt bei Joe auf der Couch schlafen. Geht viel schneller. So, jetzt wären wir gleich bei Joe. Da kann ich ernsthaft noch zu Martys Wohnung fahren. Okay, dann sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Schon in Ordnung. Oyster Bay, wieder am anderen Ende der Stadt. Hey. So einen Koller kriegen. Hier, ich habe Vorfahrt. Ich halte über den Gehweg. So. Oh, das ist schon ein ganz schönes Stückchen hier. Aber gut. Ich denke, Leute, das war jetzt wirklich die letzte Sache in diesem Kapitel. Das heißt, ich denke, ich habe nachgeguckt im Internet, wo es dann auf einmal weiterging, habe ich mir gedacht, oh, what the fuck, es geht noch weiter und so weiter und so fort. Und ja, das war das letzte in diesem Kapitel. Und ich weiß nicht, ob ich die Fahrt jetzt noch drin lassen soll. Oder nicht? Ich denke, ich lasse sie nicht drin. Nee. Also wir sehen uns, wir hören uns dann beim nächsten Mafia-Video. Und diesmal ernsthaft Schnitt. Also nicht mehr so Scheißbullen hier. Nicht mehr so, ja, es geht doch noch weiter und was weiß ich. Das ist jetzt der dritte ernsthafte Schnitt, den ich mache für dieses Kapitel. Also, bis dann.